Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte beginnen. Ich begrüße Sie alle zu Beginn dieser Plenarwoche, heiße Sie herzlich willkommen und hoffe sehr, dass Sie genügend Kraft getankt haben, um die nicht einfachen, schweren Wochen zu überstehen, mit welchen Zielsetzungen erfolgen auch immer. Ich eröffne die heutige Sitzung mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit des Hauses. Dem widerspricht niemand, und damit ist es so. Die Tagesordnung vom 22. August 2017 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 69 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung in den Tagesordnungspunkten 61 bis 65 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingegangen, die wir am Donnerstag ab 9 Uhr abhalten werden. Ich teile Ihnen mit, dass der Tagesordnungspunkt 12 von der Tagesordnung abgesetzt wird, da hierzu keine Beschlussempfehlung abgegeben wurde. Die Genehmigung der Tagesordnung kann jetzt erfolgen. Ist jemand dagegen? Enthaltung? Damit ist sie so beschlossen. Wie im Ältestenrat vereinbart und in der Tagesordnung vermerkt, tagen wir heute bis 19 Uhr und beginnen mit der Fragestunde, danach mit Top 2 der Regierungserklärung. Frau Kollegin Hofmeier ist erkrankt und damit auch entschuldigt. Gute Besserung. Für Ihre Arbeit an Ihren neuen elektronischen Geräten hier im Plenarsaal stehen Ihnen neue, längere LAN-Kabel zur Verfügung. Nein. Damit nehme ich alles wieder zurück. Also ab und zu ist es schon da, das längere LAN-Kabel, okay. Aber es ist offiziell so mitgeteilt und damit ist es da. Denn das ist Bürokratie. Ah, jetzt kommt der entscheidende Satz. Diese halten Sie heute am Infopoint in der Lobby. Ja, okay. Aber bitte sitzen bleiben. Ja, jetzt darf aber keiner rausgehen. Okay. LAN steht hier nur. WLAN steht nicht, steht nur LAN hier. Meine Damen und Herren, die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Licht gestalten haben die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Politik und Wirtschaft der Q2-Phase der Liebigschule Frankfurt eine Entscheidung getroffen. Und das ist wie folgt: Johann Wolfgang von Goethe, Justus von Liebig, Adam Opel, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Anne Frank und Johann Christian Senckenberg. Alles sehr berühmte hessische Bürgerinnen und Bürger. Dann habe ich mitzuteilen, dass 2 Kollegen einen runden Geburtstag gefeiert haben. Sie sind beide Jahrgang 67, das müssen Sie selbst rechnen. Zunächst ein Glückwunsch an Herrn Abgeordneten Holschuh. Herr Kollege, alles Gute für die nächste Hälfte des Lebens. Und Herr Staatssekretär Meinmeister, wo ist er dann? Hier, Marc, auch dir alles Gute. Heute hat Geburtstag Frau Kollegin Mirvet Öztürk. Oh, ja, wunderbar. Der Kollege Blechschmidt hat gewonnen beim Streit, wer das Blumenstrauß gibt. Deswegen macht er das jetzt. Alles Gute. Würde ich sehr gut, okay. So, meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, muss ich Ihnen noch etwas nachtragen, was wir im Ältestenrat besprochen haben. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in der letzten Sitzung eine kurze, aber heftige Phase hatten von ca. 60 Sekunden. Aber das war relativ unübersichtlich. Zugegebenermaßen habe ich dem Kollegen Schmidt einen Ordnungsruf verteilt. Das ist ja auch dann bekannt gegeben worden und auch gesagt worden. Was ich übersehen habe, zwangsweise war die Tatsache, das haben die Stenografen mitbekommen, dass zwei andere Kollegen das auch verdient haben. Also wenn man das nicht erarbeitet, hat man es auch verdient. Der Kollege Merz, werde ich einen Ordnungsruf nachträglich erteilen für die gleiche Aussage, die der Kollege Schmidt getroffen hat. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat sich entsprechend entschuldigt, wunderbar, aber der Ordnungsruf gilt. Dem Kollegen Penz, der auch etwas gerufen hat, was ich jetzt nicht wiederholen möchte hier,
Wir können es im Protokoll nachlesen. So ein Wort geht mir nie über die Lippen, außer zu Hause. Aber im Ernst, lieber Herr Pentz, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf wegen der gemachten Aussage, nur damit das auch zum Protokoll gegeben wird. Und damit ist auch die Besprechung im Ältestenrat entsprechend umgesetzt worden.